Hallo und herzlich willkommen, liebe Lumion-Freunde, Interessenten und Anwender. Mein Name ist Frank Schröer mit dem ersten Teil des Erste-Schritte-Tutorials zu Lumion 7. Ja, dieses Erste-Schritte-Tutorial richtet sich an alle, die Lumion mal grundsätzlich kennenlernen wollen oder vielleicht schon mal die Demo-Version mal sich runtergeladen haben und da ein bisschen ausprobieren oder auch das Lumion schon erworben haben und recht schnell einen Einstieg suchen. Und wir sind hier gerade in dem Bildschirm, in den Sie sofort gelangen, wenn Sie Lumion starten. Und in diesem Bildschirm finden Sie ganz oben die Sprachauswahl. Das heißt, hier können Sie Ihre Wunschsprache auswählen. Anschließend können Sie hier über die Karteireiter entweder zu einer Startszene gelangen. Das heißt, Sie starten einfach in eine leere Szene. Wie die leere Szene aussieht, das können Sie hier wählen. Oder Sie können sich auch erstmal eine Beispielszene angucken. Das heißt, grundsätzlich mal schauen, wie kann man denn in Lumion bauen und wie kann man sich in Lumion bewegen. Sie können eine Szene laden, wenn Sie schon was abgespeichert haben. Oder Sie können auch hier eine Szene und Modell laden, wenn Sie eine Szene oder ein Modell exportiert haben. Und zwar ist es so, dass Lumion die Szenen speichert und zwar auf einem festgelegten Pfad auf Ihrem Rechner. Sie können aber auch die Szene exportieren und die auf einem anderen Rechner wieder importieren. Ganz unten finden wir noch was zu Ihrer Systemgeschwindigkeit. Lumion hängt sehr, sehr stark an der Grafikkarte und an der Geschwindigkeit der Grafikkarte. Wie schnell Ihr System ist, das können Sie hier unten erfahren, indem Sie einfach draufklicken und dann kriegen Sie hier Informationen zur Grafikkarte, Grafikkartenspeicher, Ihrem Prozessor und Ihrem Systemspeicher. Unten rechts finden wir noch ein kleines Zahnrädchen, das ist später im Lumion auch noch da. Hier geht es zu den Einstellungen, hier können wir was einstellen, was die Grafik betrifft. Das heißt, wir können hier Bäume hochwertiger einstellen. Wenn Sie mit einem Grafiktablett arbeiten, können Sie es hier einstellen. Sie können die Kamerabewegung invertieren oder auch hier das Gelände im Editor hochwertiger darstellen. Lumion verfügt auch über Soundelemente, die Sie in Ihre Szene absetzen können. Und falls die Soundelemente mal nicht aktiv sein sollen, können Sie das hier einfach abstellen. Weitere Funktionen sind hier Editorqualität, Editorauflösung und die Maßeinheit, die hier bei mir auf Meter steht. Gut, dann starten wir mal in eine Beispielszene und da in dieser Beispielszene zeige ich Ihnen noch ein bisschen was zu der Menüführung innerhalb von Lumion. Hier im Lumion befindet sich auf der linken Seite befinden sich die Hauptmenüs und zwar ist das Wetter, Landschaft, Materialien und Objekte. Und je nachdem, welches Menü Sie hier aktivieren, bekommen Sie hier unten links dann weitere Menüpunkte zum weiteren Einstellen. Auf der rechten Seite befindet sich das Menü für Fotos erstellen, sprich Bilder rechnen, das Menü für Filme rechnen oder auch das Bild für 3D-Panoramen bzw. 360-Grad-Bilder rechnen, die Sie dann auf MyLumion hochladen können. Das Ganze ist das Bauen-Menü. Und im Bauen-Menü ganz unten rechts haben wir den Schalter Dateien. Wenn wir den drücken, dann landen wir quasi wieder hier in diesem Menü, von dem wir auch gestartet sind. Allerdings landen wir dann sofort in dem Bereich Szene speichern. Und das ist ganz wichtig, weil jetzt hier die Projekte gespeichert werden. Das heißt, Sie geben Ihrem Projekt hier einen Namen, können eine Beschreibung vergeben und speichern das dann hier ab. Und er zählt hier einfach dann die Version hoch. Das heißt, Sie sehen hier genau, wann und wo Sie gespeichert haben. Anschließend können Sie einfach hier wieder zurückgehen ins Bauen-Menü und können weiter an Ihrem Projekt arbeiten.